Los. Hallo und willkommen zurück zur weiteren Odyssey durch den zweiten Tempel in Zelda Skyward Sword. Und ich bin natürlich immer noch nicht alleine. Ich habe keine Lust gehabt zu gehen. Naja, er hat sich eiskalt versetzt. Oho. Er ist nicht Fußpilz. Den wird man nicht mehr los. Doch, Fußpilz wirst du irgendwann los. Naja, aber dich nicht. Aber hier ist so schön warm und kuschelig bei dem Wetter da draußen. Ja, das stimmt schon. Da könnte man schon ein bisschen sehr heiß sein. Auf jeden Fall, in der Kiste haben wir die Dungeon-Karte. Na, Zeit wird's. Okay, er ist scheinbar doch ein bisschen größer als gedacht. Hier ist die, schenkt dein Herz. Musst du ausgraben. Das ist doch pixelig bei dir gerade. Ja, ist vertraglich. Den denke ich mal irgendwie ein bisschen. Oder weil das ganze Feuer hier ein bisschen mit arbeitet. Leider kann ich den nicht besser scheren. Hey, die Kugel habe ich nicht da geparkt. Ich habe sie hier drüben geparkt. Böse Kugel. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Da kommen wir noch nicht hoch. Das heißt, wir müssen eigentlich bis hinten durch, ne? Weil da waren wir. Hier an den Seiten war ich. Ja. Ich habe bloß die Möglichkeit, hier durchzukommen. Das ist eigentlich bloß der Hunger. Na denn. Aufsatteln, los geht's. Das ist echt so ein Mario Party Vibe, Alter. Mann, diese Fest wieder böse auf dem Sack. Komm, du Frosch. So, wir müssen schlagen, da noch, ne? Ich merke gerade, ich komme noch was durch. Da musst du, glaube ich, gegenrollen. Wie soll ich nach oben kommen? Spreng die Säule. Kann die Säule springen? Meinst du, kann, gehst du einfach? Die große, glaube ich, ja. Probier's. Also Steve ist ein kleiner Taliban. Der möchte alles wegspringen. If you see something suspicious, bomb it. Der Bombe ist lieber selber weg. Ich glaube, es hat was mit den Dingen zu tun, einfach bloß. Ah. Okay, man kann von beiden Seiten gegenrollen, vermutlich. Naja, wenn man das Spiel nicht kennt, muss man es halt versuchen, ne? Das ist wie Teil in Rainer. Error. Yeah! Ich war noch nicht fertig. Echt jetzt? Och, leck mich doch. Was hast du gemacht? Ja, es ist bis eine Seite hochgegangen, ich komme nicht durch. Hier wegspringen. Geh doch nicht, Steven. Ich habe gesagt, probier's. Weil funktioniert, sie kennen doch das. Ich bin doch hier bloß Gast. Ich kann doch nicht einfach die ganzen Interieur auseinander schmeißen. Funktioniert auch nicht, okay. Funktioniert eh nicht. Jetzt bin ich schon das erste Mal verwirrt. Mann, fängt gut an. Oder guck mal nach rechts auf die Karte. Nach rechts. Vielleicht musst du da lang. Und dann da oben durch. Ah ja, okay, da drüben ist ein kleines Loschlein. Alles klar. Na denn.
Könntest du sowas auf einer Steinkugel balancieren? Nope. Es gibt ja welche, können sowas auf Fußball. Also auf einen kleinen Fußball, ne? B. Funktioniert. Ja. Ein schönes großes Loch reingehauen gleich in diesen Kasten, du. Lauf! Lauf und komm nie wieder zurück. Naja. Stups. Nee, ich will verstauen. Also, den Bombenfahrrad auffüllen. Übrigens, weißt du, wie du einem Mechaniker den Tag versauen kannst? Ja, jetzt geht das schon wieder los. Guck mal nach der Aufnahme in Discord. Ja, gut. Hau ab. Weg. Denn der sieht auch so. Ah ja, gut. Ich wollte sagen, du konntest die doch mit dem Käfer verscheuchen, oder? Ich überlege gerade, ob ich das Ding weg springen kann. Nee, ich glaube, da musst du von der anderen Seite aus ran. Also von hinten. Oder ganz links außen lang. Nee, ich glaube, da ist einfach nur so ein Weg, den ich mir freibomben muss. Nö. Oh doch. Quack-Akel. Lol, wäre ich jetzt geil. Aber ich bin schade. Da würden die Nippel stehen. Da stehen sie auch so. Liegt aber auch an den minus 3 Grad draußen. Ich war ja mit den Leo-Schlüpferträgern. Ja, gibt's mir. Ich hab mehr von. Okay, hier ist nicht mehr. Welcher Quote war das bei dir? Ich will Leopardenlange. Kannst du nachgucken mit der Quote-Liste. Habt ihr nicht umsonst eine Quote-Liste? Oder hatte. Warte. Nee, wir haben die Quote-Liste noch, aber. Du hast die Quote-Liste noch. Aber der hat sich seit Ewigkeiten nichts hinzugefügt. Und wenn ihr es euch fragt, welche Codeliste, bei uns auf dem Discord gibt es eine Codeliste von all meinen Codes, die ich in den Streams damals mal so gedacht habe. Der letzte ist vom 23.07. Das ist wahrscheinlich das Mal gestreamt ungefähr. Nee, da hast du Stray gestreamt. Naja, wenn ich ungefähr das letzte Mal so gestreamt habe, aktiv. Das ist schon über einen Monat her, ne? Ja. So, Google, warte hier. Bleib artig. Geht nicht, scheiße. Ich bin schon wieder rasterlos. Ich glaube, wir müssen mal mit der Kira fliegen. Lauft, ihr Narren. Lauft.
Ja, ist von beiden Seiten, alles klar. Flieht, ihr Narren, flieht! Aloha! So, was? So, ab geht's weiter. Die wilde Kugelbahn. Na, 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 na. Na, 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 na. Ah, nee, halt, das ist Happy Tree Friends. Ob den Kopf. Junge. Timing. Ich hasse Timing. Warum legst du meine Finger ab? Wegen dem Thunfisch. Würde ich jetzt mal so raten. Oh nee, was war das? Das verlangt bei mir, Jungs. Andere Frage, wie kann das so funktionieren, dass hier eine Kugel so bitteschön in dieser. Du weißt, wie Lava so fließen kann. Naja. Da muss auch mindestens irgendwo ein Brett drunter sein. Will da jemand? Nö? Gut. Weiß noch, dass das bei Luigi's Mansion 3 war. Was war Luigi's Mansion 3? Der Code, den ich suche. Da, genau, Code 97. Heiß wird es erst, wenn ich an der Pulli stehe. Ja, sehr froh, dass du das noch nicht gesehen hast. Nee, will ich auch nicht sehen. Guck mal, gerne ändern, wenn du willst. Nein. Nein? Ah, schade. Demnächst auf meinen OnlyFans-Kanal. Wobei, ich glaube, ich würde das was nie machen wollen. Gibt zwar gut Kohle, aber nein. Das würde ich, glaube ich, gerade gucken wollen. Außer er braucht einen schnellen Virusausschuss. Dann ja. So ein Magenvirus ist dafür ganz gut. Um alles unsicher rauszulassen. Jetzt krieg ich einen Durchgang, oder was? So, hier haben wir alles durch. Da waren wir bei. Ja, da sind wir fast mit Tempel durch, wa? Ist ja nicht so viel. Oh ja. Also, die Tempel sind nicht ganz so lang, wie ich es erwartet hätte. Oh, die werden noch später viel schwerer. Was wohl eher der Fall sein wird. Oh ja. Das sieht jetzt schon nicht geil aus. Ich weiß noch nicht, ob es schlau ist, die ganzen Löcher auszugraben, aber. Ja, es war gut. Da gab es auf jeden Fall eine Menge Herzen. Links war ein Durchgang. Yay! Sah gut aus. Naja, 10 von 10. Ich bin wenigstens durch. Oh, oder auch nicht. Links, links, links. Ach, die. Nee. Ach doch, die Dinger füllen sich immer neu, oder? Nee. Mhm. Ja. Hui! Wie bloß so eine Slider-Musik von Mario 64. Kannst du die? Mhm. Ich will da nicht runterrutschen, ich will hochrennen.
sieht aber viel gut aus, machst du super. Ah ja. Ich war schon als. Was euch nicht durch, ne? Kommst du eh nicht. Jetzt haben wir's. Ja! Nein! Genau so eine Rutschpartie. Warte mal, ich kann durchkrabbeln. Ich kann ein paar Bomben einstecken. Ich habe nicht Dreck am Stecken, ich habe Bomben am Stecken. Wobei Dreck kommt schon auch irgendwo. Wir sind an der Schwertspitze. Da auf jeden Fall. Da bitte ich drum. Ich glaube, dieser Weg ist echt nur da, um die Nische frei zu machen. Kann das sein? Ich glaube, du kannst da die Nischen frei machen, falls Steine kommen, aber. Kannst du da kommen Steine, wie du siehst. Also, ah nee, ich kann doch mal hoch. Ich kann doch mal hoch. Okay, ich, ja, der ist einfach nur, um hier hinzukommen. Alles klar. Hallo. Und die Nische ist blockiert. Aber gleich nicht mehr lange. Sieg! Und? Sieg! Die musst du weiter nach oben schmeißen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das war richtig. Aber gerade so. Ja, aber guck mal, wenn du mal siehst, da ist eine extra naja, Hinweis das ist ein, auf dem Boden. Ja, das ist, naja. Ach, ja, je. Vor allem, wer ist denn ein Tempel designt? War schon immer wieder was Neues. Keine Ahnung, aber ich finde die Tempel in Skyward Sword generell cool gemacht. Haha, verarscht. Das dachte sich der Tempel wahrscheinlich auch. Überhaupt nicht geklappt, hier hochzukommen. Aus wie der Drache aus Wind Waker. Bernstein. Ah, ab bis ein Weg. Da war eine Statue. Ja, die brauchst du nicht aktivieren, die ist aktiviert. Ich will nicht cool sagen, aber es sieht nicht gut aus. Ja. Das riecht so ein bisschen nach Indiana Jones Falle. Du hast den Drachenschlüssel erhalten. Dieser in sich verschlungene Drache wurde aus Strahlen und Gold gefertigt. Link hat sich dazu entschieden, den Prozess nicht zu retten und ein Leben als reicher Mann zu führen. Ich wollte die Treppe runterrennen. Scheiße. Oh! Instagame over. Lol. Warum ist er. Also, verletzt. Und so weit verletzt? Eigentlich nicht, ne? Nee. Yeah. Das war ein Insta-Dev. Ich glaube, wenn der Stein nicht überrollt, bist du platt. Ja. Wow. Schluck Schnecken. Oder Steine. Ich möchte gar nicht wissen, was da jetzt für ein Druck hinter aufgebaut wird. Und gleich. Tüppel weg. So, haben wir denn jetzt alles erledigt? Wir haben alle Kisten, soweit ich sehen kann. Ja, du hast alle Kisten. Aber ich werde es trotzdem sicherheitshalber. Also quasi ein kleiner Wachmann. Speichern.
Weiß ja auch nicht, wie es mit den Parts aussieht. Wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, den Bossfight gucken wir so an. So, oder machen wir noch? Ich glaube, er hat keinen Druck mehr. Nein. Einfügen. Ja, das kann ich. Ihr Code eingeben. Für jeden Code im Deckel. Mahlzeit. So, mal gucken, was uns jetzt hier für ein Boss erwartet. Im ersten Tempel war es ja Giraim. Mit seiner Schlapperzunge. Bist du noch mal um eine Spinne herumgekommen, ne? Gott sei Dank. Ich habe ja vermutet, es könnte Goma sein im ersten Tempel, aber dann war es Giraim. Giraim. Ich glaube, die Kugel mag mich. Verfolgt mich ein bisschen. Also, ich will nicht sagen, aber die Kugel bringt den Ball ins Rollen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Oh ja, so SM-Spielchen ist, glaube ich, nicht so ihr Fall gewesen, wa? Mhm. Ich weiß, das ist, glaube ich. Oh, oh. Was war das nochmal für ein Boss? Ich weiß, dass der ekelhaft war. Oder ekelhaft sein konnte. Da werden wir ja gleich sehen. Ach, guck mal an. Die Gierlappen. So trifft man sich wieder. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Na, ist auch unwichtig. Hör mal nur kurz zu, ja? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese. Sie hat... Dieses Schoßhündchen der Göttin. Sie hat sie einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Okay, Neptun. Das hatten wir schon mal. Das ist neu. Glühender Höhlenfels. Baradama. Ja, nimm den. Ah, der... Weißt du, das Schema kennst du, glaube ich, von einem anderen Boss. Ja. Alle Dodongos, lang verschollener Zwillingsbruder. Roll ihn doch gleich an den Rachen. Dann nimm. Hey. Zeig mir dein Auge, Freundchen. Krieg ich eigentlich noch ein paar andere Bomben irgendwann mal? Die oben ist, glaube ich, Bomben, ne? Bitte sehr eben. Einen Drachen schmeißen. Naja. Ah, Bomben. Da, nimm. Ich nehm die.
kannst du die auch hinterherrollen, ne? Na ja, ich weiß. Rolling! Bisschen heiß. Aua, aua! Ich bin gerade ein bisschen bedrängt. Schluck. Oder auch nicht. Ich habe jetzt schon ein Problem mit dem Boss. Toll. Muss quasi, während er runterrollt, die glaube ich schon hinterher schmeißen. Einfach gesagt, getan. Ich bin sowas. Ich könnte mein Herz gebrauchen. Aber ganz dringend. Ein Herztrank? Oh, nö. Ich einfach die oben. Sollen wir nicht alle verbrauchen? Wir haben noch ein paar. Mensch, Kumpel, du bist ganz schön heiß. Und das war nicht im sexuellen Sinne. Nein, ich habe keine Probleme mit dem Bus. Überhaupt nicht. Da, ja, Schluck Schnecken. Ist das so komisch? Da hat der Bums gemacht. Und unten ist er. Aber das hat das Boss-Schema auf jeden Fall. Zeig dein Auge, Junge. Wir wollen einfach mal Auge zudrücken. Ah, das war eine dumme Idee. Du bist du. Wir ja, schießen, Wechselskin. Ich glaube, er war kein. Das war interessant. Da, nimm den. Dieser lange Weg bis nach unten geht auf den Sack. Da, nun friss und stirb.
Blödes Auge. Hier ist noch gefehlt, dass ihr noch eine zweite Farbe kriegt. Ich hoffe nicht. Nee, jetzt definitiv nicht mehr. Nee. Und da hat er Puff gemacht. Mhm. Aber ob man sowas das Haustier halten kann? Dann aber nur mit einer guten Feuerversicherung. Okay. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Das war doch easy. Ich hab doch kein Herz verloren. Ah, ich weiß. Ich meine, mich zu erinnern, dass es in jedem Tempel irgendwo immer ein Dings gibt, einen Herzteil. Zumindest gab es im ersten Tempel den Herzteil. Aber den habe ich schon eingesammelt. In diesem Tempel. Deswegen weiß ich nicht, ob es eins gibt. So, wir stecken mal kurz ein paar Bomben ein. Schnell einen wegstecken, ja. Na ja, klar. Und außerdem ist das ein schönes Partende, weil was hinter der Tür ist, erfahren wir im nächsten Part. Einfach mal so einen fetten, miesen Cliffhanger. Zumindest für mich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein und dann und jetzt die Hände zum Himmel. Okay, wir lassen das bleiben. Ich danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao. Auf Wiedersehen.